So recently I made my first reaction to the German cabaret artist Georges Schramm. People had been telling me for a long time to make a reaction to him, tell me he's the godfather of German cabaret. But there wasn't much content with English subtitles on YouTube. But I found another video that someone kindly uploaded with English subtitles. This is the dumbing down of people. I think an interesting topic that something that's definitely been happening over the last couple of decades, possibly even longer. Interesting topic. Looking forward to seeing more of his work. Tell me what you think about this one. Der Feuilleton schreibt zum Beispiel, die Presse schreibt, er ist ein großer Moralist, Humanist. Das wirft doch irgendwie ein bezeichnendes Bild auf ihre geistige Verfassung. Es treten hier Leute auf, von denen Sie amüsiert sind, dass ein Satz, die einen können ihn gar nicht anfangen, die anderen bringe ich zu Ende. Der Dritte weiß gar nicht, was er eigentlich sagen wollte, nicht wahr? Das ist doch, was ist das denn, nicht wahr? Jetzt überlegen Sie doch mal. Und das in einer komplexer werdenden Zeit, somit werden Sie doch mit dem ganzen Trara, der um uns herum, werden Sie doch nicht gerecht. Unterhaltung kann auch mal ein bisschen Anspruch haben. Und nicht so ein Gedudel wie das, was hier althalben abgezogen ist, so grauenhaft. Wann können Sie sich daran erinnern, wann hier das letzte Mal die Unterhaltungsmaschine mal für ein, zwei Wochen aufgehört hat, sich zu drehen und uns zu belästigen? Können Sie sich erinnern? Ewig her. 11. September wahrscheinlich damals, 2001. Ja, mal brauchen Sie nicht hoho machen. Aber war es nicht so? Da sind endlich mal so ein paar Sendungen auch ausgefallen. Nicht? Da konnte man mal Luft holen, konnte sagen, man sich mit ernsten Problemen beschäftigen. Da haben die diese Comedy-Fuzzis und dieses ganze Gedudel haben ein paar Wochen die Klappe gehalten. Aber man kann doch jedem nicht alles Quartal mal einen Wolkenkratzer einäschern, nur damit er mal Ruhe ist zwischendurch. Das geht doch nun auch nicht. Das kann man ja nicht machen. Und da waren ja auch damals Unschuldige drunter. Nicht? Das geht doch so, kann man es. Aber man fragt sich natürlich, was bedeutet das? Nicht. Dieses Privatfernsehen, was uns voll dudelt, übrigens, weil wir gerade bei Jubiläen sind, nicht? Vor 20 Jahren wurde das Privatfernsehen auf ausdrücklichen Wunsch der Christlichen Union gegen den hartnäckigen Widerstand der SPD in Deutschland eingeführt, um die kulturelle Vielfalt zu verbreitern. Und dann kommt sowas, nicht wahr? Warum machen Sie sowas mit? Damit Sie Ihre Kinder besser verstehen oder Ihre Enkel, die vor Ihren Augen am Fernseher verblöden? Wenn Sie die nicht verstehen, wenn Sie nicht glauben, was da los ist, wenn Sie die geistige Welt Ihrer Enkel kennenlernen wollen, dann gucken Sie Fernseher, brauchen Sie nicht mehr sich auf dem Pausenhof zusammentreten lassen bei Ihren Enkeln. Gucken Sie einfach, was im Fernsehen serviert wird für die Zielgruppe der 14-Jährigen mittags von Privatsendern, von Erwachsenen angeleitet, sogenannte Talkmaster, die anschließend noch Fernsehpreise kriegen. Da werden Minderjährige aufeinander gehetzt, die sich so lange gegenseitig demütigen und erniedrigen, bis einer in Tränen ausbricht oder aggressiv wird. Der andere darf bleiben, darf wiederkommen, kriegt 30 Euro. Wenn Ihnen das noch nicht reicht, dann bleiben Sie dran, bis wir die Zielgruppe der 19- bis 24-Jährigen Dieter Bohlen, kleine Mädchen, fertig macht. Oder dann kommt Dünnhungern mit Heidi Klum oder Dreckfressen mit Dirk Bach. Müssen Sie kennen, Dirk Bach, das Gegenteil von Heidi Klum. Das ist doch die Welt, in der wir leben, nicht wahr? Ungeheuerlich sowas. Wow. Again, his personality, if you compare him to someone like Volker Pispers, he seems a bit more assertive, has a bit more aggressiveness in the way he speaks. I like it because it shows he really cares about what he's talking about. And he's so right, definitely all these reality TV shows have just taken over TV in the last 20, 30 years. They're very cheap for these production companies to produce compared to good dramas, good documentaries. So TV just gets filled with them, and then it really does lead to the dumbing down of the general populace, unfortunately. And this is a while ago. Things have only got worse, in my opinion, with TikTok and social media since then. Quite sad. Mit glänzender Einschaltung, Dirk Bach, nicht wahr? Dieses Dschungelcamp, wo abgehalfterte Scheinprominente, die man besser eingeschläfert hätte vorher, nicht wahr? Die da gegenseitig aufeinander gehetzt werden, die sich füttern mit Ungeziefer, das vorher wahrscheinlich noch voll uriniert haben, und wer es am längsten im Magen behalten kann, der kriegt Geld anerkannt. Das ist dann für die Zielgruppe 19- bis 24-Jährige. Und wenn uns so einer versucht, Kabarett oder sowas zu machen, was nicht der Feuilleton gut finden soll, wie hier geulgt wird, unser Einiger, dann kommt da der Sender und
und sagt, oh, die marktrelevante Zielgruppe wird nicht getroffen. Wisst ihr, was das ist? Die marktrelevante Zielgruppe in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die Sie finanzieren, die gerade das hier aufnehmen, das sind diejenigen unter 49. Das ist die marktrelevante Zielgruppe, so ist sie allgemein genannt. Und dann gibt es Anweisungen an die Kameraleute, an den Regisseur. Bei Zuschauerschnitten möchten wir fröhliche, junge Gesichter sehen. So eine Figur wie Sie, die wird gar nicht gezeigt. Das, sehen wir. Das ist die Realität. Nicht wahr? Muss man sich fragen, someone in the audience taking stress. Ja, jetzt ist ja schon gut, nicht wahr? Und dann fragt man sich natürlich, ist das wirklich eine Fehlentwicklung? Oder ist das gemacht? Ist das gewollt? Manchmal frage ich mich, ob das wirklich nicht, das kann doch gar nicht sein, dass die systematische Verblödung eines gerütteten Teils unserer Bevölkerung versehentlich passiert. Ich bitte Sie, Sie leben hier in Bayern, in einem Land, das behauptet angeblich, in den PISA-Ergebnissen am besten abzuschneiden. Ich kann Ihnen sagen, weshalb. Is that true? Weil is die anderen vorher raus... Is Bavaria like the most educated place? PISA, obviously, yeah, the ratings for students, is that true? Again, like, what he's saying is so true. And it's so sad that cabaret can't be more known, especially to the younger generation. It would make them more educated, more enlightened, more knowledgeable. Do the younger generation in Germany have any interest in cabaret? Is anybody trying to break that barrier? Das behauptet angeblich, in den PISA-Ergebnissen am besten abzuschneiden. Ich kann Ihnen sagen, weshalb. Weil die anderen vorher rausselektiert werden und der Jugendkriminalität überlassen werden, wie der Kriminalprofessor Pfeiffer in Niedersachsen in Untersuchungen nachgewiesen hat. Das ist eine Selektionsmaschine. Es gibt eine bayerische Lehrerin, das kann man vor den Wahlen hier mal sagen, klipp und klar, wird sowieso rausgeschnitten, nicht wahr? Da kann man mal sagen, dass hier eine Volksschullehrerin in Bayern strafversetzt wurde, weil sie die Begeisterung ihrer Schüler für die Mathematik derart geweckt hat, dass keiner schlechter als 3 geschrieben hat. Und dann kam der Rektor und hat gesagt, so geht's aber nicht, wir müssen differenzieren zwischen den Kindern. Und dann wurde sie strafversetzt. Und dann frage ich Sie, was heißt das? Ich werde es Ihnen beantworten. Möglicherweise ist dieses Desaster, der Zusammenbruch unseres Bildungssystems, keine Fahrlässigkeit. Vielleicht steckt ein tiefer Sinn dahinter. So müssen Sie die Situation in unserem Land betrachten. Alles, was Sie für Fehlleistungen von Politikern halten, das sind vielleicht gar keine. Die sind vielleicht immer nützlich für irgendwelche Gruppen der Bevölkerung, nur Sie sind nicht dabei. So müssen Sie mal betrachten, den Zusammenbruch, ja, ist ja schon gut, unser Bildungssystem, nicht wahr? Überlegen Sie doch mal. Seit Jahrzehnten werden Festreden in Deutschland gehalten, an jedem Feiertag, über das wohl hochgelobte deutsche Bildungssystem. Das war das Vorbild für die ganze Welt. Exportartikel in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland ist nichts wichtiger als das höchstmögliche Bildungsniveau unserer Kinder. Und genau dieses System bricht zusammen vor unseren Augen. Die Lobby guckt zu, sie ist ja da. Hunderte von Lehrern tummeln sich in den Gremien und Parlamenten und ihr Arbeitsplatz verrottet. PISA-Krüppel besiedeln das Land und werden noch gezüchtet. Was hat das zu bedeuten, frage ich Sie. Soll das ein Versehen sein? Nein. Was ist wichtig für das Land? Wachstum. Das hat die Frau Kanzlerin Merkel und der von ihr gewählte Bundespräsident Köhler unisono zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt. Vorfahrt für Wachstum in Deutschland, dem muss ich alles unterordnen. Brauchen wir die schlichten, demotivierten, desillusionierten Hauptschüler für das Wachstum? Nein, jeder DAX-Konzern beweist im Quartalsbericht, je weniger von solchen wenig qualifizierten Leuten bei Ihnen dabei sind, umso größer ist das Wachstum. Wir brauchen sie nur als Konsumenten. Und wenn wir sie wirklich nur als Konsumenten brauchen, da kann doch ein gerütteltes Maß an Dummheit nur hilfreich sein. Wir züchten sie vielleicht. Überlegen Sie mal einen Augenblick, dann lösen sich die ganzen Widersprüche auf. Die Wut wird noch größer, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. In keinem Land Europas entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes in solchem Ausmaß über seine Bildungschancen als ausgerechnet bei uns in Deutschland. Und was heißt das in einem Land, in dem gerade die Armut explodiert? Dass sie einen soliden Stamm von Idioten heranzüchten. Und die Verbraucherzentrale, auch in ihrem Bundesland, kriegt die Gelder zusammengestrichen seit Jahren. Auch keine Fehlentscheidung. Warum? Na, weil der Pöbel soll doch nicht nachdenken, zögern und vergleichen. Der soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause. Zwischen zwei chirurgisch optimierten Elendsgestalten, Heidi Klum und Verona Feldbusch, ich kann es mich essen, ich bin ein Spinatblub, nicht wahr? Das ist doch die Realität. Stell dich mal vor, Yeah, again, going back to his personality, I like that, what I've seen in this one and the previous one, how he
doesn't want the audience to interrupt him. He just wants to say what he's saying. I like the way he deals with the audience. He's very unique in that respect. But what do you think about the things he's said so far? Like, sometimes when you say things like this, people talk about like it being a conspiracy theory and things. But when you see someone educated and articulate like George Schramm speak about it, like, this is actually something that is going on, you would imagine. Like, is it, like, the dumbing down of people, is it on purpose? Is it an accident? Is it just, like, for instance, if we're talking about television, is it just to save costs for these TV channels, just to put out cheap rubbish? And it just the sort of byproduct of that is to that people get a bit stupider because they're watching just brainless television. Is it on purpose to keep people dumb and keep them as like these consumers who just spend all their money and things to keep the economy thriving? What do you think is actually going on? Is it a mixture of both? Wenn was, ich gebe mir mal eine Kostprobe, was würde passieren, wenn wir alle Kraft und alles Geld und die besten Leute dran setzen, unsere Kinder auszubilden? Dann würden die womöglich mit dem Handy nur noch telefonieren. Das ist doch ein Desaster für die Wachstumsindustrie. Das Bruttosozialprodukt würde leiden. Aber wenn Sie die letzten Kröten von sich und Ihren Eltern durchs Handy jagen für irgendeinen Dreck, das ist gut fürs Wachstum. Und wenn die jungen Leute Kinder kriegen würden und würden ihnen eine normale Nahrung zubereiten, hat das Wachstum nichts davon. Aber wenn die jungen Eltern ihrem kleinen Fettwanst 5 Big Mac Döner in den Hals drücken, das ist gut fürs Wachstum, weil jeder Big Mac Döner Cola ist gut für ein Impuls für die Nahrungsindustrie. Wenn sie keinen Fettwanst kurz vorm Platzen noch zum Arzt und in die Klinik bringen, da haben sie einen Impuls für die Gesundheitsindustrie. Wir brauchen Idioten, sonst frisst keiner Gammelfleisch. So schlicht und einfach ist die ganze Situation, nicht wahr? Und wenn wir genug beisammen haben, und ja, jetzt halt, ich bin doch nicht zu Ende. Und wenn wir genug von diesen Individuen beisammen haben, die all jeden Dreck wieder kaufen, dann haben wir auch wieder Vollbeschäftigung. Ja, für den Satz brauchen Sie auch Idioten. Nach uns die Sintflut, verstehen Sie? Was für ein falscher Satz. Wählen Sie nicht nach uns der Sintflut. Wann nicht jetzt, nehmen Sie die Verantwortung an und sagen, wir müssen einen Wechsel versuchen. Nach uns die Sintflut stimmt nämlich gar nicht. Sie ist schon da. Wir sind die Sintflut. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Auf Wiedersehen. Wow. German Cabaret, or I guess he pronounced it with a hard T, so Cabaret is just another level, man. This is what the younger generation should be seeing so that they don't make these mistakes. Fall into these traps of being dumbed down, eating garbage and becoming fat souls, as he said. Like, the way he phrases things and his delivery is so good, man. Like, it's so, like, I want to listen to him all day. Like, this is who should be the politicians, him and Volker. I'm sure they've got absolutely no interest in that, but they would be great leaders saying the right things, saying intelligent things. But yeah, tell me what you think about that. RP people being dumbed down again. This is talking about it with respect to Germany and German personalities, German TV shows, but it's exactly the same in the UK as well. We have exactly the same problems, the same personalities, and the same issues. Tell me what you think about it. Tell me what you think about this, and recommend more from George and any other German cabaret or satire. Thanks.